geil ist das denn? Moin Leute, immer noch relativ verschnupft. Das heißt, ich muss mir noch ein Teechen machen. Dazu brauchen wir erstmal eine Tasse. 11. Spieltag Fußball-Bundesliga. Ich bin auf 4.000 oder so zurückgefallen. Also es behalten die Kritiker recht, die sagen, ich habe gar keine Ahnung. Wäre ja auch blöd, wenn ihr Unrecht hättet. Was habe ich mir denn aufgeschrieben für den 11. Spieltag? Geht los am Freitagabend. Das sind sichere Punkte für mich und für alle anderen auch. Die Bayern spielen in Frankfurt. Geht gar nicht gegen die Eintracht, aber 0-3. Frankfurt gegen Bayern München. Alles andere wäre eine große Überraschung. So, ein bisschen Honig, heißes Wasser. Beim Zitrone schneiden lasse ich euch nicht zugucken. Das wäre Quatsch. Wir machen mit dem Tippen weiter. Die Hertha gegen Gladbach. Gladbach gut drauf. Die Hertha mit einem super Saisonstart. Sensationell. Die kommen in die Champions League. Nicht. Oh Gott, jetzt gibt es schon wieder Theater. Nee, das gibt ein 1-1. Schalke gegen Ingolstadt. Ingolstadt immer die gleiche Leier. Auswärts bisher sehr, sehr stark in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube aber, Schalke gewinnt das 2-0. Zitronen brauche ich auch noch. Ihr seht, ich sehe echt angenockt aus. Und habe einen Kaugummi im Mund. Das gehört sich nicht. Und habe... was hat das beim Tippspiel zu suchen? Nix, aber habe, sieht komisch aus, ist aber Ingwer. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Schalke gegen Ingolstadt 2-0. Bremen gegen Dortmund. Wow. Bremen ja zuletzt mit Erfolgserlebnissen. Felix, es macht mir ja auch keinen Spaß, immer gegen euch zu tippen, aber ich glaube, Dortmund gewinnt bei euch. Bremen, Dortmund 1-2. Augsburg gegen Mainz. Ich sage nach wie vor, dass der FCA nicht absteigt. Egal wie bescheiden der Saisonstart war. Augsburg schlägt Mainz 1-0. In Mainz sollten sie mal zusehen, dass sie das Theater um Heidel irgendwann klären. Köln gegen Hoffenheim. Klassisches 1-0, würde Toni Kroos an dieser Stelle sagen. Wahrscheinlich tippt er was ganz anderes. Schon viel NBA geguckt, Toni? Viel NBA geguckt schon? Wieder die Nächte um die Ohren gehauen? Demnächst auch bei Telekom Basketball. Was hat das hier zu suchen? Nix. Wolfsburg gegen Leverkusen. Wolfsburg hat mächtig die Grenzen aufgezeigt bekommen. Es kommt zur berühmt-berüchtigten Trotzreaktion. Ja, Zitronen habe ich wirklich auch. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Leverkusen und die Sonntagsspiele Stuttgart gegen Darmstadt. Irgendwann muss das doch in der Liga hinhauen für den VfB, Herr Zorniger. Sonst wird er selbiges. Oh, ist das ein schlechter Spruch. 2-1 für Stuttgart gegen Darmstadt. Bam! Und der HSV gegen den HSV. Hamburg gegen Hannover. Ja, das da hinten ist das alte Plakat von Brandt. Kennt ihr noch die alten? Gut, die Jüngeren unter euch nicht da. Von euch aus gesehen, oh Gott, jetzt muss ich Spiegel vorgedenken. Also über meiner linken Schulter hinten ist das Brandt-Kind. Ja, habe ich noch so ein E-Mail-Schild. Wie komme ich von Hamburg gegen Hannover auf ein E-Mail-Schild? Keine Ahnung, ist auch völlig wurscht. Der HSV gewinnt 2-1. Glaube ich wirklich. Jetzt mache ich mir auch noch Freunde in Hamburg. Und verscherzt es mir mit allen in Hannover. Das war der 11. Spieltag beim Buschi-Tippspiel. Ich vermute, ich werde von Platz 4.000 auf 3.000 vorspringen. Oder auch nicht. Tschüss, Schnupfi.